und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo am Freitag. Das ist jetzt mein zweiter Versuch und beim ersten Versuch hat mich meine Mutter unterbrochen und beim zweiten Versuch trinkt meine Hase, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Ja, heute ist Freitag und die letzten Tage hat sich ja echt viel in diesem Lande getan. Also, ich meine, seitdem klar war, dass dieses Jamaika-Ding nicht wird, hat sich echt viel getan. So, jetzt möchte ich mal über etwas reden, was mich die letzte Zeit an dieser ganzen Situation am allermeisten genervt hat. Wo ich persönlich sagen muss, das finde ich eigentlich ist der größte Stoß dran. Also ich meine, dass es nicht geklappt hat, ist, naja, dass wir gerade keine, dass die Regierung dann irgendwie gerade nicht so ist, gewesen ist und wie auch immer. Naja, ich bin gerade irgendwie gerade nicht mehr so ganz up to date, tut mir leid. Ich habe mich einfach so unglaublich, war ich genervt von der Situation, dass ich irgendwann aufgehört habe, mich zu informieren. Das sollte man auch niemals machen, aber naja, es war einfach so ein Selbstschutz. Weil, was mich am meisten aufregt gerade, sind Menschen, die Sachen machen, oder besser gesagt, die Sachen nicht machen, wie in diesem Fall zum Beispiel, die nicht wählen gehen, und die dann wiederum dir oder dem, der wählen war, klugscheißerisch alles besser wissend erzählen müssen. Oder solche Leute, die dir genau erklären wollen, was heißt eigentlich Vegetarier zu sein, obwohl sie noch nie in ihrem Leben auch nur einen Tag aufs Fleisch verzichtet haben. Oder was ich auch immer so furchtbar finde, ist, wenn jemand sagt, ich bin mal einen Tag lang, ich verzichte mal einen Tag auf oder ich mache mal einen Tag irgendwas. Dann denke ich mir immer, das ist doch ineffizient. Ich meine, wenn du das wirklich machst, weil du etwas verstehen möchtest oder weil du dich mal darüber informieren möchtest oder weil du einfach mal einen anderen Blickwinkel drauf haben möchtest, dann mach es zumindest eine Woche. Aber wenn du sagst, ich mach mal einen Tag Vegetarier sein, dann verstehst du nicht, worum es da geht. Weil du im Prinzip nicht wirklich Vegetarier dann bist. Du isst halt einen Tag kein Fleisch. Aber das kannst du theoretisch auch einfach so machen und sagen, gut, dann esse ich jetzt halt mal einen Tag lang kein Fleisch. Aber wenn du dann sagst, ich mach's mal eine Woche lang, dann verstehst du wirklich, wie das ist. Sowas wie zum Beispiel, in der Woche gehst du dann mal zum Essen aus oder du triffst dich mit Freunden und gehst in ein Restaurant und siehst auf der Karte, wie zum Beispiel, also bei uns in der Nähe gibt es ein Restaurant, da kannst du reingehen, egal zu welcher Zeit, da gibt es nicht ein Essen für Vegetarier. Da kannst du im Prinzip immer nur Pommes bestellen. Weil nicht mal die Nudeln sind vegetarisch, habe ich so das Gefühl bei denen. Und wenn dann gibt's, du kannst auch nicht so Sonderwünsche nennen. Und sowas ist dann halt einfach schwierig, weil du dann an so einem Punkt bist, wo du immer der bist, der, also für mich war es oft so, dass ich in Restaurants gegangen bin und dann habe ich irgendwas bestellt, zum Beispiel, also ich wollte Cannelloni haben. Und dann habe ich das gelesen und dann stand da Fleischfüllung. Ausgefallen. Dann kannst du auch oft nicht sagen, ja, gibt es die Cannelloni auch ohne Fleischfüllung, weil oft machen das Restaurants ja, die kochen es am Tag, also am Morgen oder so, und dann wärmen sie es am Abend halt nochmal auf, damit du es dann frisch hast. Relativ frisch. Oder sie machen die Füllung schon mal so fertig, dass sie es dann nur noch abfüllen müssen. Oder halt so. Und dann kannst du nicht einfach sagen, müssen die dir sagen, ja, leider nein. Und eigentlich finde ich es dann immer gut, wenn die dir sagen nein und dann nicht einfach irgendwas hinstellen nach dem Motto, ja doch, geht schon. Und du dann am Ende rausfindest, das war doch irgendwie ein tierisches Produkt. Wir bestellen ja gelegentlich Pizza und dann finde ich es irgendwie immer so, ist es bei mir immer so, dass ich eben meistens eine Pizza Creme Fraiche bestelle und dann auf der Karte steht aber Pizza, weißt du, Mr. Pizza. Nein, Pizza Creme Fraiche mit Schinken. Und dann ist es so, dass man jedes Mal 10-mal sagen muss, aber bitte ohne den Schinken. Und wenn du einfach nur einen Tag lang Vegetarier bist und sagst, ja gut, dann esse ich halt mal einen Tag lang kein Fleisch, dann esse ich halt nur eine Pizza Fungi. Dann verstehst du nicht, was das heißt im Sinne von, was da schwierig dran ist oder was das heißt, wo es Problematiken gibt. Dann bist du einfach bloß eben ein Fleischesser, der einen Tag drauf verzichtet hat. Und früher war es ja so, dass man jeden Freitag auf Fleisch verzichtet hat. Also, das ist jetzt nicht so was Besonderes. Ich würde jetzt für meinen Teil niemals zu einem Veganer hingehen und zu dem sagen, ja,
Es ist so und so, ich habe jetzt mal einen Tag lang vegan gelebt, jetzt verstehe ich dich total. Aber oft gibt es so Leute, die nur einen Tag etwas machen und die dann kommen mit so einem Fazit. Die erzählen dir dann immer dieses Fazit. Und manchmal, wenn man so diese Fazits hört, bin ich persönlich schon auf 180, weil ich mir dann immer denke, ja, wenn du einen Tag lang es nur durchgehalten hast, dann kannst du kein Fazit ziehen. Wenn nach einem Tag, ein Tag ist eigentlich praktisch zeitlich gesehen fast nichts. Ich meine, gut, wenn es heißt, einen Tag lang warten auf etwas, dann kann dieser Tag ewig dauern. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und ich finde es einfach auch so furchtbar, wenn dann diese Leute, die nicht gewählt haben, die überhaupt nicht zur Wahl gegangen sind, die sich nicht an der Demokratie beteiligt haben, jetzt hinstehen und klugscheißen nach dem Motto, ja, wir haben voll den Überblick, wir wissen alles ganz genau, wir sind total die Durchblicker und hört nur auf uns. Und wenn es dann theoretisch wirklich irgendwie, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, wählen sie wieder nicht. Also so dieses Prinzip, sie wissen alles ganz genau, sie sind total informiert, aber ey, wählen gehen tun wir nicht mehr. Und ich finde es einfach furchtbar. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man wählen gehen muss, aber ich finde, dass wenn man nicht wählen gegangen ist, dann soll man wenigstens auch die Klappe halten zu dem Thema. Dann hat man nämlich in meinen Augen einfach nicht wirklich das Recht, sich darüber zu beschweren, was gewählt wurde. Ich meine, es ist nicht so, dass ich das den Leuten vorhalte. Ich meine, ich würde nie jemanden, der nicht wählen gegangen ist, sagen, buhu, du warst nicht wählen. Du bist ein viel schlechterer Mensch oder irgend sowas. Aber ich finde dann eben auch nicht, dass der jedes Mal das Recht hat, mir, die ich wählen gegangen bin, weil ich immer so erzogen worden bin, dass man wählen geht und dass die Demokratie heißt, dass man wählen geht und dass man seine Stimme abgeben muss und so weiter und so weiter. Mir dann eine Predigt halten nach dem Motto, ja, das und das ist viel besser und das ist anders besser. Und das finde ich in allen Lebenslagen einfach so. Ich finde, niemand, der nicht selbst die Situation erlebt hat, hat ein Recht, jemandem anders klugscheißerisch irgendwelche Ratschläge, weil es sind wirklich meistens nur Schläge, zu geben. Oder irgendwie dem dann sozusagen nach dem Motto, ja, aber. Und ich finde das Allerschlimmste, finde ich persönlich, wenn jemand dasteht, der es selbst nicht ist, der sich aber als Experte bezeichnet und der dir dann erklären will, was du zu tun und zu lassen hast. Also ich für meinen Teil, ich habe ja mal gesehen vor ein paar Monaten irgendwo ein Video, und da hat einer mir erklären wollen, was es heißt, Vegetarier zu sein, der selbst keiner ist. Also der selbst isst Fleisch, isst Fisch, isst alles Mögliche. Und er wollte mir erklären, was der Unterschied zwischen einem Vegetarier und einem Veganer ist. Und ich finde für mich, dass das dann jede Aussage, die der andere dann fällt, verliert an Glaubwürdigkeit, weil er das einfach selbst nicht beurteilen kann. Und vor allem finde ich auch, dass manchmal, wenn man Papier reißt im Hintergrund, das sehr anstrengend sein kann. Entschuldigt. Das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte, weil ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr sage, kommt nicht mehr viel Netteres raus. Und ich bin erzogen worden mit dem Satz, wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag besser gar nichts. Und ich möchte einfach an diesem Punkt auch niemanden angreifen und ich möchte auch niemanden irgendwie von meiner Seite aus hier jetzt irgendwie so nach dem Motto sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Weil ich finde, es ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich möchte eben auch, dass Leute respektieren, dass ich meine Entscheidungen treffe und für mich das eine Entscheidung ist, dass ich nicht auf jemanden hören will, der von der Situation keine Ahnung hat. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder in den E-Mail an die bell.wienmeier@outlook.com. Das nenne ich jetzt einen Hänger. Gut, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.